Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Talos Principle. Und wie versprochen geht's genau hier weiter bei diesem Ding, was da heißt. Zweifarbige Verwicklung. Aber ich muss echt zugeben, ich musste gerade noch nachschauen, worum es da eigentlich, worum es da geht, wo ich aufgehört hatte. Weil, ja, ihr wisst ja, wie es ist. Naja, Aufnahmesession und so Zeug. Ach hier, okay, das ist wieder so ein Rätsel mit hier Farbe und so. Also das Dingens nehmen wir uns hier, stellen es wahrscheinlich erstmal hierher. Dann können wir das mit dem da hinstellen. So, dann geht der auf. Dann können wir das hier nehmen. Natürlich fies, da muss man. Na, wieso? Wir müssen eigentlich. Ist da noch eins? Naja. Das Ding. Da. Offen. Jetzt können wir nur nicht. Jetzt müssen wir uns noch hier draufstellen. Naja. Jetzt können wir nur. Das hier nicht offen lassen. Das müssen wir. Hä? Moment, ganz kurz. Also wir müssen das Ding ins nehmen. Das muss hier dahin. Und zwar können wir das jetzt eigentlich auf einen kurzen Weg machen. Dafür müssten wir aber das Ding so stellen, dass der rankäme. Da. Da. Und da. Luft. So, und jetzt können wir nämlich den wegnehmen. Und das Ding auch da hinstellen. Und das mitnehmen. Ist ja für einen Profi alles kein Problem, wie man sieht, wa? Ditte kann mich hier nicht ärgern. Ich kann mich jetzt höchstens da reinstellen, dann falle ich nämlich hier nicht, komme ich nicht mehr raus oder so, aber. Geht das überhaupt? Ne, eigentlich nicht. Egal. So. Haben wir auch gemacht. Juhu! Da haben wir noch ein Zettelchen übersehen. Was steht denn hier alles? Manche der Nachrichten, die existierten. Wer piept da? Piept da schon wieder? Manche der Nachrichten, die existierten, als ich erschaffen wurde, sind verschwunden. Andere sind erschienen. Wie viele andere haben diese Pfade beschritten? Wie viele Gedanken sind verloren gegangen? Ich bin immer noch hier. Sailor Moon oder so. Es scheint, als ob wir alle gleichzeitig hier sind und zugleich gar nicht. Sorry, das ist nicht besonders hilfreich, oder? Mir fällt kein anderer Weg ein, es auszudrücken. Was nochmal? Der sagt, als erschaffen wurde, sind verschwunden, andere sind... Okay, also offensichtlich... Manche Nachrichten existierten, als verschaffen wurde, sind verschwunden. Also die ändern sich eventuell. Das ist vielleicht der Hinweis dazu. Ich bin immer noch hier. Und es scheint, aha. Je eher du akzeptierst, dass wir alle für immer und ewig hier sein werden, umso eher wirst du Erleuchtung finden. Heißt, es gibt einen Multiplayer-Teil davon? Also so klingt das ja mir jetzt fast. Hey, was ist denn hier? Ein Eimer Farbe. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit der Farbe machen. Aber wir stellen sie erstmal irgendwo hin, wo wir sie wiederfinden. Weil hier müssen wir auf jeden Fall wieder vorbeikommen. Deshalb stelle ich die mal. Der piept auch. Aber erst möchte ich den da hinten eigentlich mir anschauen. Weil sonst haben wir hier, glaube ich, die Nachrichten alle uns angeschaut. So. Wie gesagt, die wollte ich nicht vergessen. Deswegen. Ja, R2. Milton Library Assistant wird geladen, fertig, initiiere Textinterface, fertig, ja, papapap. Hallo nochmal. Möchten Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um an einer kurzen Umfrage zur Zufriedenheit in Bezug auf das Zertifikationsprogramm, das Sie vor kurzem absolviert haben, teilzunehmen? Ja. Umfrage wird geladen. Aus der Analyse Ihres Verhaltens seit der Absolvierung des Zertifikationsprogramms schließe ich, dass Sie mit den Ergebnissen des Programms unzufrieden waren. Wie würden Sie die Richtigkeit seiner Ergebnisse auf einer Skala von 1 bis 5 bewerten?
Was? Die Umfrage drüben? Kenn ich nicht. Ich würde sagen, angemessen. Welche Aussagen beschreibt ihre Gefühle? Was ist denn heute los? Für ihr Interesse an den Ergebnissen des Zertifikationsprogramms am besten. Warum ist es für sie wichtig, eine Person zu sein? Ich will Zugriff auf das Netzwerk. Personen sind auf eine Weise von Bedeutung, die auf andere Dinge nicht zutrifft. Sekunde mal, wir reden plötzlich miteinander. Es ist die Wahrheit. Ich will wissen, ob ich eine Person bin. Nun, ja, ich will wissen, ob ich eine Person bin. Ich werde mich versuchen, daran zu erinnern. Tatsächlich werde ich versuchen, Ihnen zu helfen. Dafür bin ich schließlich da. Ihr Problem, wenn ich nicht so frei sein darf, ist, dass Sie nichts über gar nichts wissen. Im Begriff der Definition einer Person. Ihre Aussichten stehen deshalb schlecht. Was? Wissen Sie überhaupt, wo Sie sind? Okay. Dass Sie nichts über gar nichts wissen. Ich weiß nichts über nichts. Das ist richtig, weil über nichts kann man schlecht was wissen. Das wäre... Okay. Wissen Sie, wo Sie sind? Ein Virtual Vergnügungspark, ein Fiebertraum, ein Experiment am Ende der Welt, in der Hölle. Ich könnte überall sein. Weil ich hier nur ein virtuelles ist. Wer schreibt mich denn da schon wieder an? Ist ja nicht zu glauben. Sie haben recht. Und Sie sind ehrlich. Ich denke, wir fangen besser von vorn an. Was wissen Sie denn? Das frage ich mich auch immer wieder. Weil wenn ich mir die letzten Noten so anschaue. Wobei, so schlecht war es eigentlich gar nicht. Ich weiß, dass nichts von dem hier echt ist. Ich weiß, dass ich existiere. Ich weiß, dass 2 plus 2 4 ist. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Ich weiß, dass die existieren. Ich weiß, welches Jahrhundert es ist. Ich weiß, dass ich nicht auf der Erde bin. Ich weiß, dass ich existiere. Denn ich denke, also bin ich. Cognito ergo sum. Stimmt wahrscheinlich. Selbst wenn Sie träumten, könnten Sie sich dessen sicher sein. Wenn ich Sie wäre, würde ich an nichts außer dieser einen Tatsache an diesem verdammten Ort glauben. Kalkuliere. Wenn ich darüber nachdenke, scheint es mir, als wären wir der Lösung Ihres Problems keinen Zoll näher gekommen. Vielleicht brauchen wir mehr Daten. Warum glauben Sie, dass Sie eine Person sind? Warum glaube ich, dass ich eine Person bin? Also ja, das stimmt. Also wie gesagt, da hat man immer recht damit. Warum glaube ich? Ich bin am Leben. Ich fühle, ich bin mir meiner selbst bewusst. Dasselbe Grund, aus dem Sie das auch glauben. Ich führe diese Unterhaltung mit Ihnen. Warum glauben Sie? Ich fühle. Also klassisch, soweit ich weiß, heißt es immer, wenn man sich seiner selbst bewusst ist, ist man eine Person. Nehmen wir mal einen klassischen Weg. Genau, aber ich kann es nämlich nicht beweisen. Das können Sie ja wohl sagen, aber kann das irgendwas beweisen? Für mich sind das nur Worte auf einem Bildschirm. Was wir herausfinden müssen, ist, ob irgendetwas hinter Ihnen steckt. Kalkuliere, das Problem mit Menschen, wenn ich so frei sein darf, ist, dass sie alleine im Innersten überzeugt sind, dass sie Personen sind, aber es leider keine unumstößliche Methode, die es von außen festzustellen gibt. Sicher, selber glaubt man es, aber ein anderer kann es halt nicht nachweisen. Ich werde diese Daten verarbeiten und sie benachrichtigen, wenn ich ihnen weiter behilflich sein kann. Support Satzung beenden. Danke, da ist er weg. Naja, gut. Dann. Gehen wir mal zum anderen noch, was der dazu sagt. Ah, jetzt kommen die Fragen wirklich philosophischer. Woher weiß ich, dass du ein Mensch bist, der es gerade sieht? Was Talos Principle hat angekündigt? Der Talos Principle Teamed Craft Contest 2 ändert das Week. Okay. Der hat nichts Neues. Dank. Ja. Dann nehmen wir uns mal den Eimer. Den kann ich offensichtlich mitnehmen. Ist er jetzt noch da? Eimer? Eimer? Wo ist jetzt der Eimer hin? Ist er wieder da hinten? Wo ist mein Eimer Farbe? Ich glaube, er stande. Tatsache, der Eimer ist wieder.
Kann ich mit dem Eimer irgendwas machen? Also da hinstellen? Eimer Farbe nehmen. Kann ich mit ihm durch dieses Ding da durchgehen? Ja, kann ich. Kann ich? Was kann ich mit dem Eimer Farbe machen? Also wie gesagt, ich kann damit hier reingehen. Damit kann ich nichts machen. Kann ich... Haben wir hier mal irgendwo so ein... Die sind auch wieder zurückgesetzt, oder? Wo ist das Gerät hin? Stellen wir den mal hierher. Ich will nur mal sehen, ob man den irgendwie befärben kann. Sagen wir mal, ich möchte ihn rot machen, theoretisch. Ne, kann ich auch nicht drauf zielen. Kann ich den irgendwie... Was mache ich mit dem Eimer Farbe? War denn schon immer noch so ein Ding? Ja, bestimmt. Gut, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Eimer Farbe machen soll. Oh, ich bleibe an der Mauer hängen. Ich bin kein Sprungbot, wie ich sehe. Geh mal. Geh mal auf die andere Seite. So, was sagt denn zu uns so? Wir haben B voll. Was sagt unsere Karte? 7 hätten wir noch, dann haben wir nämlich Island A fertig. Aber ich noch nicht weiß, was ich mit den ganzen Bs mache. 5, 6, 7. Und mit 4 Sternen komme ich, glaube ich, hier. Leck, da braucht man einen Haufen mehr. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich dran komme. Das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Ich glaube, da muss ich auch wahrscheinlich offscreen ein bisschen schauen, was ich da machen muss. Nett, 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 nett. Hier scheint es ein bisschen dunkler zu sein, aber es wirkt ein bisschen wie die zweite Insel, glaube ich. Was haben wir denn hier alles? Einen ganzen Haufen Würfel und einen Stern. Und was haben wir hier? Whoop. Als ich in der 9. Klasse war, bin ich mit meinen Eltern nach Pompeji gefahren. Meine erste Reaktion war Staunen darüber, dass ich durch die Straßen einer antiken Stadt ging. Aber dann hatte ich plötzlich Angst. Mir wurde klar, dass ich in einem echten Ort war, in dem einst echte Menschen lebten. Menschen wie ich, mit Müttern und Vätern und Hoffnungen und Träumen. Und jetzt waren sie für immer verschwunden. Ich bin weinend zu meinem Vater gerannt und habe ihm von meiner Angst erzählt. Und er sagte, ich erinnere mich so deutlich, er sagte, du hast recht. Aber trotzdem sind wir hier. Solange Menschen kommen und diese Straßen begehen, ist die Vergangenheit nicht wirklich vergessen. Mhm, so, so. Und wir haben ja außerdem den ganzen Haufen Nachrichten. Und ja, diese... Ich muss ja den Pöppel hier abschalten. Denn, ja, ist ja gut, bin ja schon da. Was hast du zu sagen? Netzwerkliste. Was gibt's bei dir? Antenne 9, sah ich an. Sie inspizierte das Symbol auf dem Bruchstück, welches sie in der Stadt gefunden hatte. Wieder eine Eule. Was könnte das nur bedeuten? Es schien, als ob sie in diesem Labyrinth von einer unsichtbaren Hand verstreut worden wären, um einen Zweck zu erfüllen, der bis jetzt unklar. Wahrscheinlich war die Eule das Siegel des Autoren dieser Worte, welches sie... Blub, das kann ich spontan echt nicht entziffern. Eine verworrene Erinnerung wie aus einem früheren Leben. Die Eule war das Symbol und die Göttin. Draußen unter dem Mond oder vielleicht auf den Stadtmauern, wenn der Wind blies. Aber jetzt war nicht die Zeit, sich darüber weiter Gedanken zu machen, denn die Automaten hatten sie entdeckt und ihre mechanischen Arme streckten sich nach ihr. Das Bruchstück und Rande, als ihre Strahlen sich auf sie... Also Eule klingt ja eigentlich so ein bisschen nach Athen, das war so ein bisschen das... Wenn ihr Stadtwappen war. Auf jeden Fall war ja Athen berühmt für seine vielen Eulen. Früher zumindest. Ob es heute noch so ist, weiß ich gar nicht. Und den Text da drin steht, habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Also, ich schaue mal kurz rein. Also, die Dinger hier. Also, das könnten natürlich wieder die üblichen Hexdarstellungen sein. Aber so richtig. Bei dem hier sieht es echt seltsam aus. Ich weiß es nicht. Ich habe auch ein Ding zum Umrechnen nicht da. Beziehungsweise habe ich nicht die Dinger im Kopf, deswegen schauen wir uns mal eine Singularität Diskussionen 104 an. Rip. Artikel T, technologische Singularität kommt. Kommentar 104. Benutzer Alex, Antworten melden.
Desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass niemand tatsächlich Angst davor hat, dass KIs die Weltherrschaft an sich reißen werden, egal was so behauptet wird. Was allen wirklich Angst macht, ist, dass jemand vielleicht endgültig beweisen könnte, dass Bewusstsein aus Materie entstehen kann. Und ich verstehe, warum das Angst machen kann. Wenn wir ein denkendes Wesen erschaffen können, was sagt das dann über die Seele aus? Wie können wir uns ohne dieses Mysterium noch von Maschinen differenzieren? Und wenn wir nur Maschinen sind, wie können wir dann hoffen, dass der Tod nicht das Ende ist? Was den Menschen wirklich Angst macht, ist nicht die künstliche Intelligenz im Computer, sondern die natürliche Intelligenz, die sie im Spiegel sehen. Aha. Also wenn Bewusstsein aus Materie entstehen kann. Ich meine, es gibt natürlich jetzt sozusagen zwei Lager. Die eine Lager, Gott hat's geschaffen. Die andere ist natürlich die Evolution und so weiter, wo es eigentlich dann heißt, dass sich mehr oder weniger durch Zufall Lebewesen entwickelt haben, die halt immer komplexer geworden sind. Das wäre ja eigentlich von Haus aus schon, dass es Bewusstsein aus Materie entstehen kann. Weil letztlich ist das auch nur eine Art von chemischer Reaktion, die wir hier gerade von uns lassen und die da in unserem Kopf rumspukt. Zwar sehr komplex, aber letztendlich nichts weiter als chemische Reaktionen und ein bisschen Elektrizität. Oder? Nadja Sarapai, als einer der Gründerinnen der modernen Wissenschaft, der Noematik, das hatte irgendwas mit Denkwissenschaft zu tun, also die Wissenschaft über das Denken, glaube ich. Viele behaupten auch, sie hätten den Begriff selbst erfunden. Wie sehen den heutigen Stand der Wissenschaft? Was? Sie hätten den Begriff selbst erfunden. Wie sehen den heutigen Stand der Wissenschaft? Sorry, dass ich zweimal Wissenschaft gesagt habe. Nadja Sarapai. Gemischt auf der einen Seite ist die Existenz des Instituts für angewandte Noematik und ein paar ähnlicher Organisationen sehr ermutigend. Auf der anderen Seite hält uns der Grad, zu dem Wissenschaft heutzutage als nur militärischen und wirtschaftlichen Zwecken dienend angesehen wird, meiner Meinung nach davon ab, viele wichtige Forschungsrichtungen zu erkunden. In gewisser Weise sind es Menschen wie Alexandra Drennan, die heute die wahren Pioniere sind, deren Enthusiasmus und Hingabe genau das sind, was dem System im Großen und Ganzen zu fehlen scheint. Glauben Sie, dass Technologie die Menschheit bedroht? Nadja Sarapai, nein, Technologie ist nur ein Werkzeug, was wir damit anfangen, ist uns überlassen. Ja, das ist tatsächlich so. Und in vielen Fällen wird leider die Technik erstmal zu Waffen, oder es wird immer dieser Hintergedanke, was kann man daraus bewaffen, wie kann ich andere damit umbringen, wie kann ich letztendlich mehr Macht erreichen. Das ist eigentlich immer das Streben. Es gibt einige, die eigentlich zufrieden sind, wie es ist, die interessiert es letztlich gar nicht, weil es gibt einige wenige, die einfach nur auf immer mehr Macht aus sind und die machen eigentlich damit das alles kaputt. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich meine, wenn man jetzt nicht wirklich ein Machtstreben hat, und ich denke mal, da gibt es einige davon, die eigentlich nur etwas bewirken wollen, etwas umsetzen wollen, ohne jetzt deswegen anderen zu schaden auf diesem Wege. Die einfach damit zufrieden sind, wenn sie etwas erreichen können, wenn sie etwas, ein tolles Programm schreiben können, wie es jetzt zum Beispiel bei mir ist. Ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich eine gute Lösung für ein Problem gefunden habe. Und bei anderen, die wollen halt unbedingt Leute herumkommandieren, dass die Probleme für sie lösen und irgendwie Macht auf sie ausüben, vielleicht auch Zeitdruck und was weiß ich nicht alles, nur damit sie dann vielleicht mehr Geld verdienen und so. Ist das denn überhaupt erstrebenswert, sowas? Ich weiß nicht. Wie gesagt, vielleicht bin ich auch da einfach ein bisschen komisch an der Stelle, aber man muss auch mal mit etwas zufrieden sein können. Gut. Was steht hier? Heute habe ich eine lange Unterhaltung mit dem Wesen im Archiv geführt. Ich kann nicht behaupten, dass es sehr hilfreich war. Nichtsdestotrotz kann ich vielleicht in der Zukunft ein paar wichtige Informationen aus ihm herausbekommen. Das Wesen im Archiv. Ist das hier der Milton da, unser Assistent? Ich weiß es nicht. So, da oben ist jetzt erstmal nichts weiter. Wir lesen erstmal noch schnell die Nachrichten hier fertig. Da hinten war, glaube ich, noch ein Satz. Da. Auf einer Wand habe ich eine Nachricht über eine Welt voll nicht endendem Sand gelesen. Ich würde es gerne weit genug schaffen, um das zu sehen. Über nicht endenden Sand, okay. Die Nachricht habe ich jetzt noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Verstehen die hier irgendwo nochmal da drin? Ich glaube, ich selber kann die Nachricht nicht einfach so in die Wand ploppen, ne?
plop, plop. Nö. Naja. Nichtsdestotrotz werde ich mich. Ah, hier noch einen schönen Augenblick. Jedenfalls werde ich mich einmal verabschieden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.